Mensch, Arn, siehst du scheiße aus? Sei doch bitte nicht so egoistisch. Wieso denkst du nur an dich? Es kommt immer darauf an, was für ein Menschentyp das man ist und wo man sich im Business befindet. In deinem Fall, ich denke mal, da sind wir uns alle einig jetzt, die hier jetzt zuschauen, du bist jetzt mit einer starken Personality hier reingekommen, ne? Also mit einem Wiedererkennungswert, da ist also ganz viel was da. So, den Vorteil haben viele nicht, ne? Die können sich vielleicht nicht so gut ausdrücken, können nicht hier mit einer Klaviersession direkt einen Eindruck hinterlassen. Also da sieht man schon ganz klar die Personality. Und ich sag's dir ganz ehrlich, es ist völlig egal, ob du die Scheiße findest auf Bildern. Das spielt keine Rolle, weil du ja das Video nicht aufnimmst, um dir es danach selber anzugucken. Weißt du, das ist ja nicht für dich. Und solange die Leute nicht sagen, Mensch, Arn, siehst du scheiße aus, also wenn das nicht mindestens zwei Leute sagen, selbst wenn es nur eine Person sagt, ist es nicht wild. Solange es nicht mindestens zwei sagen, kannst du ohne Probleme weitermachen. Der Mindset-Shift ist, du machst das nicht für dich. Und ich sag's immer bewusst übertrieben, okay? Übertrieben formuliert, sei doch bitte nicht so egoistisch. Wieso denkst du nur an dich, damit du wie geleckt rüberkommst, damit du geil aussiehst, damit du sagen kannst, was für ein schöner Typ du bist? Ist doch scheißegal. Um dich geht's doch gar nicht. So, es geht doch um die anderen. Weißt du, also das ist jetzt, wie gesagt, die Hardcore-Variante. Und wenn du jetzt ein Typ bist, der sich ausdrücken kann und in einem Business bist, wo es um deine Personality geht, klar, du spielst auch, aber letztendlich buchen die Leute vielleicht auch dich, auch wenn es primär vielleicht um die Musik geht, aber die buchen dich schon ein Stück mit, also ein ganz großes Stück mit. Und in dem Geschäft, du verkaufst jetzt keine Kugelschreiber, weißt du, mit null Personality, ist es Pflicht, dich zu zeigen, rauszugehen und scheißegal, wie du dich findest, ne? Und du kannst, ob du dich beim Essen postest, dein Essen zeigst, was du gerne isst. Also stell dir einfach vor, da ist ein Kelvin, der will mehr über dich erfahren und ich weiß, dass du gut spielen kannst. Okay, kannst auch mal ein Reel raushauen, gerade so auf TikTok ist, glaube ich, ein gutes Format. Und wenn du deine Musik mit einbeziehst, um vielleicht auch mal hier und da was, das ist super. Aber ich will wissen, was für ein Mensch bist du? Kann ich dich auf meine Verwandtschaft loslassen? Auf jeden Fall. Ob du gut spielen kannst, kann ich nicht mal beurteilen. Natürlich klingt's gut. Wenn ich einen anderen spielen höre, klingt's wahrscheinlich auch gut. Kenne mich eh nicht aus, ne? Aber kann ich dich auf meine Verwandten loslassen? Also ja, ich kann dich auf jeden Fall auf meine Verwandten loslassen. Ja.